value trades, Forex CFDs and commodities. Okay, wir haben jetzt hier 18 Uhr englische Zeit, 19 Uhr vermute ich mal, wo die meisten jetzt gerade vorm Bildschirm sitzen. Freut mich sehr, dass Sie den Weg hierher ins Webinar gefunden haben von ValueTrades. Mein Name ist Malte Kaub, also im Auftrag von ValueTrades als externer Referent bin ich auch heute gerne hier, um Sie durch ein spannendes Thema zu führen. Das Thema wurde uns quasi auch ein bisschen aufdiktiert. Das war immer wieder das Interesse an, was gibt es für mögliche Setups, was gibt es für mögliche Möglichkeiten, also objektiv am Markt sich zu positionieren. Und da schauen wir uns heute eine ganz spezielle Sache an, und zwar die sogenannten Inside Bars. Ja, eine Stunde Zeit und sicherlich genug Zeit, um das Thema zu beleuchten. Ich mache mal hier den Bildschirm etwas größer, dass Sie die Slides sehen. Aber keine Angst, sind auch einige Charts mit dabei. Insofern sollte das kein langweiliger Folienfilm werden. Jetzt erstmal ein kleines bisschen Housekeeping vorneweg. Der Risikohinweis natürlich, Differenzkontrakte und deren Wesen sind gehebelte Produkte, die damit ein erhöhtes Risiko für Ihr Kapital beinhalten. Es ist denkbar, dass Sie beim Handel dieser Produkte mehr Geld verlieren, als Sie ursprünglich gezahlt haben. Und Sie können im solchen Fall dazu verpflichtet werden, weitere Einzahlungen vorzunehmen. Diese Produkte sind daher eventuell nicht für alle Kunden geeignet. Und Sie sollten daher sicherstellen, dass Sie die Risiken damit verbunden sind, genau kennen und verstehen. Zum Glück gibt es ja dann auch von der BaFin jetzt quasi diese Abschaffung der Nachzahlungspflicht. Insofern ist das sicherlich schon kein Thema mehr, was hier in dem Risikohinweis noch drinsteht. Aber wichtig ist eben, dass wir halt alles, was wir hier diskutieren, dass es Anschauungscharakter oder Ausbildungscharakter hat und nichts, was wir diskutieren darf, per Gesetz eine Kauf- oder Verkaufempfehlung sein. Sie sind verantwortlich für Ihre Handelsentscheidung. Es ist mir hier immer ganz besonders wichtig, gerade wenn wir Webinarthemen haben, die natürlich sehr explizit an der Price-Action sich orientieren. Und das ist natürlich bei dem Thema, das wir für heute gewählt haben, diese Inside Bars ist es auf jeden Fall der Fall. Wie gesagt, wir werden einiges direkt an den Charts, an den Kerzen machen. Von der Technik her, also habe ich alles getestet, Internetverbindung sehr, sehr schnell, technische Ausrüstung sehr, sehr gut, sollten quasi Bild- oder Tonstörung da sein. Gucken Sie auch mal auf Ihrer Seite, das ist oft der Fall. Man hat viele Applikationen oben offen. Gerade MetaTrader saugt ja auch ganz gerne Daten und Rechnerkapazität. Nichtsdestotrotz, wenn alle irgendwie ein Problem haben mit dem Bild und dem Ton, dann liegt es an mir. Dann würde ich versuchen, vielleicht noch, ich kann auch den MetaTrader abschalten, aber sonst habe ich alles so weit runter getont. Ansonsten gibt es noch dieses Chatfenster meines Wissens bei GoToWebinar. Und ich sehe dann, wenn Sie was eingeben, dann muss ich aber das ein bisschen hochziehen. Dann sehe ich dann so einen Kasten, der da anfängt zu blinken. Muss man das dann anschauen. Und werde es gerne in das Webinar einbauen. Also Sie müssen nicht warten, bis wir am Schluss bei der Q&A-Geschichte sind, bis Sie hier Fragen stellen dürfen. Ich mache das immer sehr gerne interaktiv, also wenn eine Anmerkung da ist eine Frage da ist, dann bringen Sie die gerne ein, dann werden wir das beleuchten. Die einzige Sache noch ist halt immer so die Webinar-Etikette, und das hat ja immer gut geklappt, dass man hier auch freundlich miteinander umgeht. Und zum Glück ist es heute kein so politisches Thema, aber auch ist mir immer ganz wichtig, dass wir hier keine politische Veranstaltung machen, sondern uns Charts angucken, technische Analyse angucken, objektive Analyse angucken. Ich denke mal, ein Vorteil ist, ich bin hier in London, im Moment genauer gesagt in Canary Wharf, wo die großen Trader sitzen, wo die Trades auch gemacht werden. Und durch diese Nähe halt zu diesem Markt hier und die eigene Erfahrung, denke ich, dass ich das ein oder andere Ihnen ganz gut rüberbringen kann. Und sehe mich hier nicht so als der Trading-Guru, der Ihnen sagt, folgen Sie mir, Sie werden reich, sondern wie gesagt, als dieser Kanal hin in die Finanzzentren, sicherlich aus dem Währungsbereich, London, das größte Finanzzentrum der Welt. Von diesen 5.000 Milliarden, die hier täglich im Devisenbereich gehandelt werden, wird der Löwenanteil hier in London gehandelt. Also das habe ich für Sie als Agenda vorbereitet. Die folgenden Punkte. Erstmal noch eine Folie mit einem Konzept, wo es darum geht, was bin ich denn eigentlich für ein Trader? Und da können Sie dann für sich selbst die Frage beantworten, wo finden Sie sich selbst da wieder? Ein einfaches System, das sogenannte 4M-System. Muss es ein bisschen modifizieren, dass es in die deutsche Sprache reinpasst.
Dann die Frage, was ist eigentlich eine Inside-Bar? Und das sollte, denke ich, auch recht zügig gehen. Die Definition dessen, was ist denn eine und was denn keine? Geht es immer hier um Klarheit zu schaffen. Ein paar Beispiele natürlich, die uns das ganze Thema nahebringen sollen. Und dann die Fragestellung, wie kann ich das Ganze handeln? Und da will ich Ihnen zwei, ganz explizit zwei Setups mit an die Hand geben, wo wir ganz klar Einstiegspunkte definieren für eine mögliche Trading-Strategie, Stop-Losses und Take-Profits, empfohlene Take-Profits. Ja. Das ist sicherlich ein sehr guter Startpunkt für Sie, um darauf aufzubauen. Wir haben das Ganze auch auf Charts in der Vorbereitung hier gemacht. Wir, wenn ich sage wir, ist der Paul Wallace und ich, wir machen das immer zusammen und Paul macht im Anschluss an mein Webinar, ein englischsprachiges Webinar. Paul ist ein professioneller Hedgefonds-Trader. Insofern haben wir uns hier gut abgestimmt. Und wie gesagt, wenn am Schluss noch Fragen sind, können Sie gerne am Schluss stellen. Aber warten Sie nicht, bringen Sie die Fragen ruhig durchaus an. Ich werde immer wieder mal diesen Kasten hochziehen, wo ich dann sehe, was für Fragen gestellt werden. Peter Becker, sehr gut. Hallo, wird das Webinar aufgezeichnet? Sehe ich eben. Ja, ich habe auf den Aufzeichnungsknopf gedrückt und ich sehe jetzt hier auch nochmal, this session is being recorded. Und die gute Kollegin, die Penelope von Velotrades, wird die Aufzeichnung sicherlich dann in den nächsten 24 bis 48 Stunden verfügbar machen. Das muss nur konvertiert werden in MP4-File und dann stellt die das live. Ja, falls Sie es dann nicht finden sollen, einfach die Kollegen von Velotrades direkt ansprechen. Aber es ist ein guter Hinweis. Manchmal bin ich vielleicht ein bisschen zu schnell oder Sie müssen noch irgendwas anderes schnell machen. Und da oder eine Frage kommt erst danach hoch. Da kann man das natürlich dann auf dem Recording auch ganz gut machen. Und wir hatten es auch schon, dass Fragen im Nachgang kamen, die mir dann per E-Mail weitergeleitet wurden. Das dafür bin ich natürlich auch immer gerne bereit. Also schon mal vielen Dank, Peter, für diesen Hinweis. So, rein ins Thema, das eigene Trading verstehen. Also einmal nur kurz auf diese einen Folie, diese Nabelschau. Alles klar. Diese Nabelschau, was ist wichtig und was bin ich denn eigentlich für einen Trader? Und Sie sehen es schon, unten habe ich so ein bisschen anpassen müssen. Und das, ja, zweimal habe ich es ein bisschen anpassen müssen. Aber gehen wir einmal ganz kurz durch die vier Dimensionen, die wichtig sind beim Trading. Also die Frage 1, Märkte. Was für einen Markt bin ich denn unterwegs? Ist es denn der 5.000 Milliarden am Tag Devisenmarkt? Ja, das kann durchaus sein. Hat natürlich den Vorteil, er ist rund um die Uhr offen, man hat diese Lücken nicht, hat sicherlich sehr, sehr großen Charme, finde ich deswegen auch sehr gut. Aber vielleicht finden Sie sich damit nicht zurecht, vielleicht ist Ihnen der DAX dann doch lieber, ja, als Index, um Sie damit besser zurecht. Sie müssen halt für sich rausfinden, was ist denn Ihr Markt, ob es Öl, Gold oder was es auch immer ist. Die Produktpalette, die man über Velotrades handeln kann, ist ja dementsprechend weit. Folgen Sie da nicht irgendwie blind einem Guru, sondern merken Sie sich für sich irgendwann mal, hat man es raus, welche Charakteristika einem am besten funktionieren, für einen am besten funktionieren. Mein Beispiel da wäre an der Stelle Gold. Ich kann Gold ganz gut analysieren, aber ich komme mit dem Trading des Gold nicht zurecht. Die Zahlen, die Verhältnisse sind doch etwas anders da. Und deswegen halte ich mich da eigentlich ganz gerne zurück. Ja. Also habe da jetzt keine größeren Verluste erlitten, aber ist etwas, mit dem ich nicht so gut zurechtkomme. Dafür gibt es gewisse Währungspaare, Indizes, mit denen ich hervorragend zurechtkomme. Naja, da werde ich mich wohl auf die stürzen. Methode, breite Möglichkeiten gibt es hier. Wir starten von der rein fundamentalen Analyse, dass ich quasi sagen, als Beispiel beim Währungsmarkt, was bewegt die Märkte? Na, die Zinsen zum Beispiel, da sind wir natürlich im Moment an einem interessanten Scheidepunkt mal wieder. Die Amerikaner Zinsen haben sie schon angehoben, die Briten wollen jetzt nachziehen, die Europäer sind noch ein bisschen hinten dran. Diese Zinsdifferenziale, wie man es so nennt, also das als Beispiel, sagen wir mal, die Amerikaner heben auf 2,5% an und hier sind wir noch bei 0. Das, was dann passieren wird, ist einfach, dass das Kapital den Weg des Zinses eben finden wird und dann eher in den US-Dollar laufen würde als in den Euro, was zu einer Aufwertung des US-Dollars und einer Abschwächung des Euros führen wird. Also grundsätzlich, das wäre so eine ganz banale, fundamentale Herangehensweise. Aber was der Vorteil ist, den man eben über Velotrades mit MetaTrader 4 Anbindung eben, was man machen kann, man kann sich auch der technischen Analyse eben öffnen. Hier kann man ganz solide, objektiv analysieren und die Inside-Bar-Analyse oder die Inside-Bar-Technik fällt da auch rein, wo wir sagen können, völlig unaufgeregt und ab von jeglichen
News, die wir irgendwie haben oder irgendwelche, was irgendjemand sagt, können wir hier vom Chart an einem Pattern ableiten, was mögliche Ein- und Ausstiegspunkte eben mit sich bringt. Wichtig ist natürlich, jede Methode hat ihre Stärke und Schwächen. Zwei Stellhebel gibt es immer bei jeder Methode. Das eine ist die sogenannte Gewinnrate und Verlustrate. Also wir gucken nicht auf den nächsten Trade, das interessiert uns nicht. Interessiert eine Serie von, sagen wir mal, 100 Trades. Und da gucken wir, wie viel davon haben wir gewonnen und wie viel haben wir verloren. Und wenn wir 50 gewinnen, haben wir eine 50-prozentige Gewinnrate und eine 50-prozentige Verlustrate. Und das setzen wir ins Verhältnis, und das sehen Sie dann auch gleich bei meinem Inside-Bar-Beispiel. Das setzen wir eben ins Verhältnis mit den durchschnittlichen Gewinnern und den durchschnittlichen Verlierern. Also wenn ich 50-50 habe, von 100 Trades war ich 50 Gewinner und 50 Verlierer, dann will ich, dass meine Gewinner etwas größer sind als die Verlierer. Ja, und das ist dann das Gewinn- und Verlustverhältnis. Sagen wir mal, ich will, dass sie zweimal so groß sind wie meine Verlierer. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Kombiniert mit der 50-prozentigen Gewinnrate, es geht in die richtige Richtung. Da kann ich Ihnen schon mal ans Herz legen, schauen Sie sich mal Ihre quasi letzten 100 Trades durch diesen Blickwinkel an. Und wenn das nach unten zeigt, dann müssen wir was verändern. Dann müssen wir echt was verändern. Und dann fällt es üblicherweise in zwei Großkategorien. Das eine ist die Frage Ausführung. Und traurigerweise ist es eigentlich mehr die Ausführung, die das Problem ist, dass man seine Strategie nicht konsequent umsetzt. Und ich habe noch keinen Trader erlebt, der nicht irgendwann mal durch diese Erfahrungskurve gegangen ist. Und auf der anderen Seite eben die Strategie selbst. Ja, ist die so geschneidert, dass sie uns einen Vorteil am Markt bringen kann oder eben nicht, ja. Aber in 75% aller Fälle mindestens geht es um die Ausführung. Aber da können wir später noch mal mehr dazu reden. Ich habe es Money habe ich umgeschneidert, weil es natürlich ein englisches Konzept ist, auf Monete, Geld. Um anzufangen beim Trading reicht ein kleiner Handelsaccount. Wenn man da aber irgendwann mal quasi in Stadien kommen will, wo man quasi konsequent auch an den Profiten interessiert ist, und dann braucht man auch ein bisschen mehr Handelskapital, weil sonst riskieren wir einfach permanent zu viel und uns fliegt das Ding um die Ohren. Das Gute ist, die emotionalen Dimensionen, die beim Trading halt sehr wichtig sind, die können wir auch mit einem kleinen Handelsaccount durchgehen. Und da weise ich schon mal darauf hin. Wir sind in den letzten Zügen quasi für November und auch fürs nächste Jahr ein Programm vorzubereiten, wo ich Ihnen dann quasi auch mit ein oder mehreren Tradern zusammen, die diese Journey hinter sich gebracht haben, hin zu professionellen Trader, wo wir hier das mit denen dann da durchgehen. Und die sagen mir dann auch, ja, Geld ist ein Riesenproblem, ja, dass wir nicht kapitalisiert genug sind, um Trading zu betreiben, wird auf einmal ein Riesenproblem, je professioneller man das Ganze betreibt. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, eine Lösung zu finden. Und mich ist das englische Me eben, es geht ja quasi um Sie. Was sind Sie denn für ein Typ? Ja, wollen Sie schnell rein und raus in den Markt? Wollen Sie in der Eröffnung handeln? Ich kenne Trader, die sind sehr, sehr erfolgreich damit, nur sogenannte Gaps im Währungsbereich zu handeln, also Lücken im Währungsbereich. Ein Beispiel, die hat man ja nicht oft, die hat man dann quasi, wenn Sonntagnachts unsere Zeit die Märkte öffnen, dann sind die aktiv und positionieren alle ihre Trades, und die sind dann meistens schon am Montag, sind die dann auch schon wieder geschlossen. Während andere Positionstrader quasi jeden Tag 12 Stunden vor dem Chart sitzen, es ist nichts verkehrt, es muss halt einfach zu Ihnen passen. Und gucken Sie für sich, was sind Ihre 4 M's, Ihre 4 Dimensionen, und finden Sie sich dabei wieder. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir auch erfolgreich am Markt agieren können. Irgendjemanden kopieren oder etwas machen, was uns nicht zu uns passt oder nicht zu unserem Lebensstil passt, das habe ich noch nicht gesehen, dass jemand das hingekriegt hat. Und selbst wenn man die Turtle Trader als Beispiel nimmt, also Trader, denen ein System beigebracht wurde und die mussten es umsetzen, die haben dann halt auch zum Beispiel die Zeit und das Kapital und die Methode gehabt und die Märkte gehabt, um das umzusetzen. Da hat man quasi nur an dem Mich gearbeitet, hat denen aber auch den Raum gegeben, dass sie daran arbeiten können. Aber selbst da haben es nicht alle geschafft. Also nochmal, das Beispiel Turtle Trader war, da wurden 13 Trader mit großen Accounts ausgestattet, ja, plus 1 Million US-Dollar, und das schon vor vielen Jahren, in den 80er Jahren. Und es wurde ihnen eine Strategie gegeben und es wurde ihnen Märkte gegeben, die sie sich quasi raussuchen konnten. Und alles, was sie machen mussten, war umsetzen. Und trotzdem haben es da einige nicht geschafft, was die Umsetzung betrifft. Also ist quasi ein gutes Beispiel dafür, was ich eingangs gesagt habe. Die kamen halt mit der ganzen Sache nicht zurecht. Und da muss man eben gucken, wo man da adjustieren kann.
Okay, wunderbar. Jetzt sehe ich schon, der Raum hat sich ganz gut gefüllt. Herzlich willkommen an alle Damen und Herren, die nochmal hinzugekommen sind. Auch noch da der Hinweis, weil auch Peter eben gefragt hat, das Webinar wird auch aufgezeichnet. Sie können natürlich gerne Fragen stellen. Ich will immer wieder gucken, dass ich es im Chat sehe. Aber wie gesagt, Bedarf ist, sollte das auch in dem Archiv verfügbar sein. Die Inside Bar handeln, und zwar, ich habe jetzt nochmal Oktober 2017 reingeschrieben, weil wir es halt jetzt aufgesetzt haben, aber das hat natürlich auch noch darüber hinaus als Thema Bestand. Inside Bar ist jetzt wieder was Englisches, quasi die Kerze innerhalb einer anderen Kerze. Ist ein einfaches Price-Action- oder Preis-Aktions-Setup, das auf allen Zeitebenen funktioniert und auf allen Finanzinstrumenten auch abbildbar ist. Also egal, ein kleiner Tippfehler ist mir da reingerutscht. Also Zeitebene natürlich. Und es funktioniert als Analysesystem auch auf allen Finanzinstrumenten. Wenn Sie mit der japanischen Kerzenanalyse vertraut sind, haben Sie vielleicht schon mal von dem Harami gehört. Ja, und das ist dann genau dieses Muster, von dem wir hier reden, diese japanischen Kerzen. Ich lege mal hier kurz als Beispiel, lege ich mal hier was auf. Japanische Kerzen haben immer vier Informationen. Eine Kerze hat einen Eröffnungspreis, eine Kerze hat einen Höchststand, einen Tiefstand und einen Schlussstand. Ja, diese vier Informationen können wir bei einer japanischen Kerze immer sehr bequem auf einen Schlag sehen. Und oft hat man das eben auch so, wie es jetzt hier in dem Chart aufgezeichnet ist, dass wir bärische Kerzen, wo also der Schlusspreis unter dem Einstiegspreis lag, dass die rot dargestellt werden und bullische Kerzen werden eben grün dargestellt. Das muss nicht so sein, das können Sie machen, wie Sie wollen, aber das machen halt viele, um sehr schnell halt diese Informationen auf einen Schlag aufs Chart zu bekommen. So, jetzt fragen Sie sich nochmal, was vielleicht ist diese verdammte Inside Bar, was war maledeite Inside Bar, was handelt sich denn da? Und ich habe hier eine rote Kerze mit einem Pfeil markiert. Und wenn man da genau hinguckt, das hat nicht viel gefehlt, dann hätte es gar nicht geklappt, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass diese Inside Bar, also diese rote Kerze, komplett von der vorhergehenden Kerze, von der Handelsspanne der vorhergehenden Kerze umschlossen wird. Also in etwa von diesen zwei schwarzen waagrechten Linien dargestellt wird. Also wir haben eine vorhergehende Kerze und das ist jetzt unabhängig von der Zeitebene, das gilt auf allen Zeitebenen. Wir haben eine vorhergehende Kerze, die eine Handelsspanne ausdrückt und die nachfolgende Kerze ist da komplett drin eingefangen, nennen wir es mal so. Und ein gutes Beispiel, was man hier verwenden kann, ist das Atmen. Wenn Sie atmen, atme ich ein, habe ich eine Pause, atme ich aus, habe ich wieder eine Pause. Ja? Und die Inside Bar ist sozusagen dann die Pause, auf die wir warten, auf die wir suchen, um dann bei der nächsten Bewegung und beim nächsten Atemzug hoffentlich mit dabei zu sein. Und zwar entweder mit dem Trend oder gegen den Trend. Und das wollen wir nochmal gleich genau auseinanderbaldowern. Also das war mal die Einordnung quasi Sie als Trader. Und jetzt nochmal hier ganz klar die Fragestellung, was ist eine Inside Bar, eine innerhalb Bar oder innerhalb Kerze, wenn man es auf Deutsch knallhart übersetzen würde. Das ist eben genau das, was wir hier sehen. Die vorhergehende Kerze, die Handelsspanne, die definiert hat, umschließt die nachfolgende Kerze vollständig. Jetzt habe ich Ihnen mal vier Beispiele gezeigt und drei Beispiele davon oder aufgezeigt. Und drei Beispiele davon sind sogenannte Inside Bars. Auf der linken Seite haben wir einmal eine Kerze, das denke ich, sieht jeder und sieht relativ klar aus. Kerze hat einen langen Kerzenkörper, hat zwei kurze Dochte, die noch darüber hinausragen und damit dann die Handelsspanne definieren. Und die darauffolgende Kerze, also ich bin jetzt bei der ganz links, ist dann natürlich deutlich kleiner, hat auch ähnlich große Dochte, aber wird komplett von der vorhergehenden Kerze umschlossen. Deswegen ein klarer grüner Haken. Hier handelt es sich um eine sogenannte Inside Bar. Das nächste Beispiel, Sie werden sicherlich auch schon erkannt haben, wir auch wieder die gleiche große Kerze mit dem großen Kerzenkörper, gefolgt von einer anderen Kerze, die so ein bisschen aussieht wie ein Hammer, ja, wo wir also nach oben keinen Docht haben, wo der Höchststand in der Kerze auch dem Schlussstand entspricht. Die ist also auf dem Höchststand hat die geschlossen, das ist eine bullische Kerze.
Und aber nach unten haben wir einen relativ langen Dock. An sich sagt es natürlich auch was aus, dass hier Käufer in den Markt reingekommen sind und haben diese Kerze nach oben getrieben durch ihre quasi Hit for Bid, sagt man so im Englischen, quasi durch ihre Käufe in die Kerze hinein und haben dazu geführt, dass wir hier bullisch abgeschlossen haben und hier so einen bullischen Hammer generieren. Nichtsdestotrotz, die Kerze vorher ist quasi umschließt die Preisaktion vollständig, deswegen auch hier eine sogenannte Inside Bar. Nun weiter Beispiel Nummer 3, also von links gesehen die dritte Kerzenkonstellation. Auch hier haben wir wiederum eine weite Range, die aber diesmal ein bisschen anders ist vom Kerzenkörper. Sie sehen ja, der Kerzenkörper ist deutlich kleiner, der Docht, vor allem der Docht nach unten, ist relativ lang. Und jetzt haben wir danach eine folgende Kerze, die mit ihrem Kerzenkörper über den oberen Rand des Kerzenkörpers der vorhergehenden Kerze rausgeht. Ja, jetzt könnte man natürlich schon anfangen, sich trefflich zu streiten. Was ist denn das jetzt hier? Ja? Ist das jetzt vielleicht nicht mehr eine Inside Bar, weil der Kerzenkörper quasi überstiegen wurde? Oder ist es doch eine? Und Sie sehen es ja schon, ich habe ja an den Haken dran gemacht, insofern kein großes Mysterium. Was immer noch der Fall ist, ist, dass wir eben mit der vorhergehenden Kerze eine Range haben, die breiter ist als die komplette Range der nachfolgenden Kerze. Und nochmal, ich interessiere mich hier nicht für Zeitebene. Es ist relativ unerheblich, ob das jetzt ein 5-Minuten-Chart oder ein Wochenchart ist. Das Konzept ist exakt das gleiche. Und schlussendlich auf der rechten Seite haben wir das Beispiel, wo dann die Range in der Tat durchbrochen wird. Sie sehen es an der rechten Kerze, also ganz rechts die Kerze. Der Docht piekt da oben raus, auch wenn der Kerzenkörper innerhalb des vorhergehenden Kerzenkörpers ist, also den nicht übersteigt, geht aber doch der Docht oben raus. Insofern haben wir hier an der Stelle keine Inside Bar mehr. Ich hoffe, die drei Beispiele haben es jetzt allen quasi kristallklar gezeigt. Eine Inside Bar ist eben, wenn man die vorhergehende Kerze, die Preisaktion der aktuellen Kerze, der gerade abgelaufenen Kerze komplett umschließt. Und wenn da irgendwie nur was gebrochen wurde mit dem Kerzenkörper oder dem Docht, dann ist es eben keine Inside Bar. Ja, dann haben wir ein anderes Pattern und dann funktioniert die ganze Denke, die ganze Herangehensweise nicht mehr. Ich hatte ja das Beispiel mit dem Atmen verwendet. Dann sind wir quasi immer noch in dem Atemzug drin und nicht in der Atempause, die uns natürlich sehr interessiert, um einen neuen Einstieg in den Markt zu identifizieren. Jetzt kommt natürlich das Spannende, und das werden Sie natürlich auch fragen, ja, wie handeln wir denn das Ganze? Und da ergeben sich erstmal zwei Möglichkeiten. Nochmal Risikohinweis. Ich bin wirklich sehr explizit, mache das auch sehr gerne. Ich darf Ihnen hier keine Gewinne garantieren. Ja, es geht hier aber darum, dass Sie hier einen Ansatzpunkt bekommen. Verfeinern Sie das. Ich zeige Ihnen auch mal, wie das auf dem Chart dann aussieht. Aber es ist natürlich kein expliziter Handelshinweis. Auch wenn es jetzt sehr, sehr konkret ist, wie sowas grundsätzlich funktioniert. Wie kann man sowas handeln dann? Also zwei Möglichkeiten. Es ist generell im Trading ja auch zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ich bin in einem bestehenden Trend, entweder nach unten, also bearish, oder nach oben und bullish. Und ich will gute Einstiegspunkte finden. Und wenn Sie jetzt mal zum Beispiel sich nur gerade im Moment an den DAX orientieren, wo wir ja fast schon die 13.100 heute gesehen haben, da ist natürlich ganz oben auf den 13.100 ein ganz schlechter Einstiegspunkt, weil halt die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Markt nochmal dreht, bevor es denn weitergeht. Aber Rücksetzer auf die 13.000 war vielleicht eine ganz interessante Geschichte, ja, weil wir hier erstmal wieder aufgesetzt haben und was Widerstand war, als Unterstützung getestet haben. Das kann man auch oft gut mit gleitenden Durchschnitten, kann man sich das gut visualisieren, dass man einen gleitenden Durchschnitt hinterlegt, was ich, großer wären 200er, aber Sie können auch engere nehmen, 55 oder so. Und dann können Sie sagen, okay, wenn ich an diese Linie rankomme, das ist für mich so der Pullback, den ich ganz gerne sehe. Auch das überlasse ich jetzt quasi mal Ihnen, was Sie haben. Oder auf der anderen Seite, Breakout in einen neuen Trend, dass ich sage, okay, im Englischen sagt man, the trend is your friend until the bend in the end. Also der Trend ist mein Freund, bis er sich am Ende umkehrt. Und wenn ich den Punkt dann halt erreicht habe, dann möchte ich vielleicht einen Breakout handeln. Also der Markt ist hochgelaufen und viele reden ja beim DAX im Moment darüber, dass das passieren kann, dass wir aus diesem Trend, aus dem Aufwärtstrend vielleicht irgendwann mal ausbrechen und dann in einen neuen Abwärtstrend uns bewegen. Und da möchte ich vielleicht dabei sein. Ganz klar,
Im Moment sieht es noch nicht danach aus. Wir können, wenn noch Zeit dafür ist, können wir sicherlich uns auch ganz gerne dieses Chart ganz explizit anschauen. Okay, ich gucke mal ganz kurz im Chat, nichts verpasst habe. Ah ja, da muss ich auf Fragen klicken. Wie gesagt, es ist ein bisschen fummelig hier zu sehen, ob jemand eine Frage gestellt hat, aber so wie ich im Moment sehe, noch keine Fragen. Insofern, ich denke mal, es ist so, denke ich, hoffentlich auch klar, was ich hier artikulieren will. Jetzt haben wir schon mal ein paar ganz konkrete Beispiele. Also Sie sehen, wir haben es eben eingeführt und zack, sind wir schon auf dem Chart und das ist mir ja auch immer ganz wichtig, um das auch für Sie anschaulich zu machen. Was haben wir denn hier für Insight-Bars? Mal hier auf der linken Seite, hier oben, diese bullische Kerze, also wie im Beispiel, wo wir es vorhin gesehen haben, die vorhergehende Kerze mit ihrer Preisaktion und deswegen auch die zwei horizontalen Linien umschließt komplett diese Kerze, diese grüne Kerze, die dann darauf nachfolgt. Ja, und dann kommt die nächste, die bricht hier oben aus und dann geht es eben nach unten. Aber erstmal grundsätzlich nur, um die Inside-Bars zu identifizieren auf dem Chart. Jetzt machen wir hier mal noch nicht große Trading-Analyse, das kommt gleich dann im Anschluss mit Einstiegen und so weiter. Also haben wir einmal, dann haben wir ein zweites Beispiel mit diesem Pfeil nach unten, wo wir eine bullische Kerze haben und die darauf folgend haben wir dann eine bärische Kerze, die von ihrer Preisaktion her aus diesem Bereich nicht ausbricht. Dann gehen wir wieder weiter nach rechts, haben wir dann nochmal eine, der dritte Pfeil nach unten ist es dann quasi und dann sehen wir wieder die Preisaktion der bullischen Kerze umschließt. Die bärische Kerze, die relativ schmal ist, also richtig so eine Atempause dann darstellt. Dann das vierte ist wieder eine bullische Kerze mit einem recht langen Docht nach oben. Hat man so ein ähnliches Bild umgedreht vorhin in der Erklärung eben gehabt. In der Erklärung eben gehabt. Und Sie sehen ja, geht der Markt eben nach unten weiter und am Schluss dreht er um. Wir haben keine Inside-Bar mehr. Erst wieder, wenn wir wieder neue Richtung gefunden haben, haben wir hier, das und zwar ganz auf der rechten Seite hier diese drei grünen Kerzen. Wenn Sie die drittletzte sehen, die von der Preis-Action her ist breiter eben als die vorletzte. Auch hier Inside-Bar. Also 1, 2, 3, 4, 5 Inside-Bars. Und Sie sehen auch schon so, denke ich, wenn Sie drauf gucken, dass jede Inside-Bar quasi in einen neuen Leg, sagt man im Englischen, einen neuen Fuß, also eine Neubewegung einleitet. Ja. Elliott Wave Trader, die vielleicht hier im Raum sind, werden das auch kennen, den Wellen, die man sich anschaut. Ja. Insofern sieht man schon ganz gut, dass die Inside Bar sich immer irgendwie an einem interessanten Punkt befindet, wo halt diese neue nächste Bewegung, dieser neue nächste Atemzug eingeleitet wird. Man weiß natürlich auch nicht, ob es hoch oder runter geht, aber erstmal interessiere ich mich für die interessanten Punkte, ob Wendepunkte oder kontinuierliche Weiterbewegung. Relativ uninteressant für mich. Interessant für mich primär ist, was sind die Entscheidungspunkte? Und jetzt mal auch gesagt, wenn Sie es mal hier auch noch eine Fibonacci oben drüber legen würden, quasi von ganz oben links zu dem ersten. Dem ersten Tiefpunkt, dann würden Sie auch sehen, dass wir hier vermutlich eine 50-prozentige Fibonacci-Rückwärtsbewegung bekommen. Was gut ist, hier kommen verschiedene Trader zusammen, Leute, die mit kleinen Durchschnitten arbeiten, die mit Fibonacci arbeiten und auch nochmal sich die Inside-Bar anschauen. Verschiedene Konzepte kommen hier zusammen. Und das ist immer gut, wenn wir Konfluenz haben über verschiedene Konzepte und Zeitebenen. Dann bekommen wir auch mehr Volumen und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wird der Trade in der Tat dann ein erfolgreicher sein. So, schauen wir uns jetzt mal ganz konkret ein Konzept an, und zwar die Sache mit den Pullbacks und gehen jetzt auch wirklich ganz konkret an den Punkt, der Sie sicherlich interessiert. Wo sind denn mögliche Einstiegspunkte? Was ist denn ein Startpunkt für Sie, den ich Ihnen hier mit auf den Weg gebe? Natürlich den Risikohinweis noch im Hinterkopf behalten, bitte. So, Trader-Vorteil beim Pullback-Handeln. Wir handeln, also ein Pullback bedeutet, wir befinden uns in einer Bewegung. Was ich auf dem links auf dem kleinen Schnipsel Ihnen zeige, ist eben eine bärische Bewegung, wie sie überall und andauernd und permanent vorkommt. Ja. Und der Markt hat einen Pullback. Pullback wird es immer geben, weil Leute ihre Positionen schließen, weil Leute in die andere Richtung spekulieren. Und, da gibt es genug Gründe. Der Markt wird sich nie linear in eine Richtung bewegen. Das ist vor allem richtig und wichtig auch
Beispiel ist das richtig beim Devisenmarkt, wo auch eine große Bank nicht nur ihre Trades ausübt, sondern auch Liquidität bereitstellen muss. Und da geht man als quasi als Liquiditätsbereitsteller auch ein bisschen anders ran. Da muss man durchaus in den Markt reinkaufen, um Positionen auch für sie eröffnen zu können. Nur mal so ein, zwei Beispiele in die Kiste gegriffen, um Ihnen zu zeigen, warum sich der Markt fast nie linear bewegt. Also da muss man schon beim Pfund US-Dollar, muss ich an den 23. Juni nachts denken, Brexit-Entscheidung. Da haben wir auf einmal mal in den Krater geschaut, wo auf einmal die Kauforders GBP-USD nicht da waren. Das ist natürlich schon sehr krass, wenn sowas passiert. Aber es passiert sehr selten und meistens um solche krasse News-Events herum. Deswegen haben wir halt oft diese Pullback-Szenarien, ja, und nicht einfach, dass der Markt einfach nur irgendwo hindurchfällt. Ich hatte jetzt gesagt, okay, auf längere Zeitebene können Sie aber auch mal gleitende Durchschnitte verwenden, um solche Pullbacks zu identifizieren. Engere gleitende Durchschnitte wäre zum Beispiel sowas wie 21 oder 55. Und ich erlasse Ihnen das Chart frei, auf dem Sie sich das anschauen. Das ist quasi für die Chartebene relativ unerheblich. Vielleicht wollen Sie lieber auf dem 5-Minuten-Chart handeln, weil Sie da schneller mehr Signale bekommen. Aber das funktioniert auch gut auf dem Tages- oder Wochenchart und wir lösen dann vielleicht auf dem 4-Stunden-Chart aus. Und das war ja das Beispiel, das ich hier unten nochmal mache, Wochen- und Tageschart. Gehe auf das 4-Stunden-Chart, umsetzen und zu managen. Also wenn ich mir meine Analyse mache auf dem Wochen- und Tageschart, gehe ich eben diese Stufe dann noch runter. Wenn ich das auf dem 4-Stunden- und 1-Stunden-Chart mache, dann gehe ich eben für die Ausführung gerne auf das 15-Minuten-Chart über. Weil da kann ich dann sauberer sehen und klarer agieren. Das werden wir auch gleich uns dann noch anschauen. Okay, und der Einstieg ist dann bei dem Durchbruch auf dem Bar oder der Range eben basierend auf sicherlich auch basierend auf der Größe. Ja, wenn der Abstand zwischen der Bar und der Range gigantisch groß ist, dann wollen Sie dann vielleicht dementsprechend warten, bis wir die Range brechen. Wenn das dementsprechend eng ist, können Sie das auch an der Bar machen. Aber das lasse ich, oder an der Kerze machen. Das lasse ich Ihnen jetzt mal offen. Ja, ich zeige es Ihnen jetzt mal hier an der Kerze und also an der Bar basierend. Ist das Beispiel, aber Sie können gerne das auch für die Range ausprobieren. Pullbacks funktionieren am besten natürlich in diesen Trendmärkten. Kleiner Seitenhinweis, wie kann ich einen Trendmarkt identifizieren? Es gibt ja auch hier über ValueTrades Tools, wo man sich anschauen kann, wo haben wir starke Korrelation, starke Trendmärkte. Sie können sich das aber auch selbst schnell angucken. Also Sie schauen sich an, welche Währung gegenüber einem Korb von anderen Währungen funktioniert denn am stärksten. Das ist oft, ist es der Euro oder ist es der US-Dollar? Ne, war ja in der letzten Zeit, quasi vor Trump, war es auf jeden Fall noch der US-Dollar oder auch danach noch. Und dann auf der anderen Seite guckt man sich an, was ist eine Währung, die auch gegen den Korb anderer Währungen eine Schwäche erleidet. Und das sind üblicherweise Währungen, die in einem Trend drin sind. Da können Sie natürlich noch mit Fibonacci ein bisschen ableiten, ob vielleicht der Trend sich schon dem Ende zu geneigt sieht oder ob es da noch weitergeht. Aber das erstmal grundsätzlich. Ich bin auf der Suche nach einer starken und einer schwachen Währung. Die schaue ich mir an, dann aus technischer Sicht. Aber so kann ich als Filter schon mal rangehen, wie ich dann einen Trendmarkt finde. Ja, und dann findet man sich auch auf den etwas exotischeren Währungspaaren wieder, was aber grundsätzlich kein Problem ist, sondern ich suche ja nur quasi Trendmärkte. Aufgepasst ist Kopf- und Schulterformationen. Weiß man, bedeuten oft diese Umkehr, also Kopf und Schulter bedeutet also, dass wir links und rechts quasi eine Schulter haben und in der Mitte einen Kopf. Das kann man bärisch haben, also umgedreht oder ganz normal in Anführungsstrichen, dass also der Kopf oben ist und die Schultern auf der Seite sind. Das sind oft Patterns, die viele sich gerne angucken und sagen, Mensch, Mensch, da könnte der Markt doch umdrehen. Und da können Sie zum Beispiel als ein Filterkriterium sagen, wenn sich dieses Head und Shoulder, dieses Kopf und Schulter, wenn die sich diese Formation ausbildet, dann suche ich doch eher auch mit der Inside Bar nach einer möglichen Trendumkehr. Wenn wir solches Pattern nicht haben, dann bin ich auf der Suche nach einer Kontinuierung, also einer weiteren Bewegung im Markt. Ne? Ich gebe Ihnen hier ein paar einfache, aber sicherlich sehr effektive Hilfsmittel an der Hand, um hier quasi sich zu entscheiden, was trade ich denn, den Trend oder die Umkehr. Sind noch alle bei mir? Wunderbar, freut mich sehr.
Und jetzt gucken wir mal auf den Breakout, also diese Trendumkehr, Ausbruch in neue Trends, wäre also quasi das Umgekehrte, dass ich sage, wenn sich halt so eine Kopf- oder Schulterkopf-Schulter-Formation bullisch oder bärisch eben findet, dann bin ich auf der Suche nach einem möglichen Breakout in die andere Richtung. Das gleiche Konzept gilt auch hier. Sind Sie auf dem Wochen- oder Tageschart unterwegs, gehen Sie runter auf das 4-Stunden-Chart für die Ausübung. Sind Sie auf dem 4- und 1-Stunden-Chart unterwegs, dann entsprechend gehen wir runter 30 oder 15 Minuten für die Ausführung. Ja, und dann wiederum sind wir auf der Suche nach einem Durchbruch, Bar oder Range. Das stelle ich Ihnen frei. Probieren Sie mal für sich, gerne auch im Demokonto aus, was für Sie besser funktioniert. Aber das Bild, das ich hier links so also quasi anskizziert habe, haben wir auch noch ein bisschen größer. Später ist eben das, dass der Markt hier seitlich gegangen ist, vielleicht eher sogar von oben nach unten gekommen ist. Und zack, haben wir irgendwann mal den Ausbruch bekommen, hier nach oben. Und ich habe mit dem Pfeil haben wir hier dann quasi diese Inside Bar identifiziert, diese Atempause, die da dann auch tatsächlich von 1, 2, 3, 4, 5 fulminanten bullischen Kerzen gefolgt wurde. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber ich muss Ihnen ja ein Beispiel zeigen, quasi auch, auf was wir auf der Suche sind, wenn wir hier diese zweite Variante, den Breakout haben. Also nochmal, entweder wir bleiben im Trend. Oder Nummer zwei, Breakout, beides ist möglich. Als Filterkriterium habe ich Ihnen dieses Kopf-Schulter-Pattern an die Hand gegeben, um quasi sich für das eine oder andere zu entscheiden. Okay, und was machen wir hier auf der quasi bei wenn es in Richtung Einstieg geht? Jetzt gehen wir mal, werden wir immer konkreter. Wir warten also, bis der Preis in diese wesentliche Zone kommt. Und eine, wir haben dieses für diese Formation sehen, eine mögliche Trendumkehr erreichen. Dann warten wir auf diese Pause und das ist der Pfeil, den ich hier unten aufgezeichnet habe, also dieses Harami-Setup, diese Inside-Bar. Und das ist für mich das Signal, zack, jetzt muss ich meine Orders in den Markt packen. Dann werden Sie natürlich gleich fragen, wo packen wir die in den Markt? Das wollen wir sicherlich auch diskutieren. Aber nochmal oben. Charts ist ja immer das, was die Damen und Herren Trader wünschen. Deswegen wollen wir da auch viel Charts machen. Schauen wir uns nochmal an, wo wir halt hier diese Inside Bar finden und was sich hier für so eine Formation abspielt. Hier haben wir eine Inside Bar auf der linken Seite, wo so ein kleiner Daumen nach unten zeigt. Ich versuche das mit der Maus ein bisschen nachzufahren. Dann haben wir eine weitere Inside Bar, wo es wieder der Daumen nach oben zeigt. Wiederum hier, der Daumen zeigt nach oben, wo wir eine bullische haben. Daumen zeigt nach unten, Daumen zeigt nach oben. Und das haben wir noch einige. Insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Inside Bars. Und Sie sehen die restliche, die 4 auf der rechten Seite. Oh, ich habe sogar eine vergessen, die 5 auf der rechten Seite. Zeigen doch wirklich interessante Punkte an, wo sich A mal der Trend formiert und B, wo das dann auch der Trend tatsächlich weitergeht und sich das immer weiter nach oben setzt. Also interessante Pullback-Punkte, auch interessant für Trader, die Positionen aufbauen, pyramidisieren wollen und zwar nicht auf der Verliererseite, sondern auf der Gewinnerseite. Das ist ja umso schöner. Die kommen halt über diese Pullback-Geschichten und die Inside-Bars wirklich schön in Situationen, wo Sie Position kontinuierlich aufbauen können. Ich weiß, Money Management ist heute kein so großes Thema, aber vielleicht noch ein kleiner Tipp an der Seite. Position aufbauen, das heißt ja immer, das klingt so ein bisschen einfach, ist es natürlich nicht, aber wenn wir jetzt hier rechts diese 1, 2, 3, 4 Inside Bars sehen, die sich halt Stück für Stück aufbauen, dann empfiehlt es sich üblicherweise, wenn man den Trade tatsächlich vom Anfang des Trends mitbekommen hat, und aufbaut und pyramidisiert, empfiehlt es sich die Pyramiden, also die Hinzufügungen, die Additions, dass man die kleiner macht, ja, dass man da runtergeht, dass man da irgendwie 10, 20% der Positionsgröße runternimmt und so weiter und so weiter, weil irgendwann dreht der Trend halt wieder um. Das ist also quasi die letzte Portion des Trades, die ich aufgebaut habe beim Pyramidisieren, ist, dass die kleinste ist und dass wir dann nicht umgekehrt, dass wir größer werden, weil wir ja davon ausgehen, dass die irgendwann haben wir auch da wieder einen größeren Rücksetzer oder gar eine Trendumkehr. Ja, also das wäre mal die eine Geschichte. Wir kommen hier, wie gesagt, aus so einer Seitenbewegung heraus. Es bildet sich hier in der Tat hier so eine Formation heraus, so eine Bodenformation und dann gehen es weiter mit dem Trend. Und jetzt hier haben wir hier eine reine Trendbewegung.
die wir hier sehen, wo wir hier zwei Inside Bars nochmal ganz explizit ansprechen. Sie sehen, es hat nicht viele Inside Bars. Hier die ganz links. Könnte man meinen, dass es eine ist, ist es aber nicht, weil der Docht hier oben nach oben rausragt. Die erste, die wir wirklich sehen, ist hier diese rote Kerze. Der Markt hält inne, macht eine Pause, um dann wirklich schön nach oben weiterzulaufen. Und dann kommt es irgendwann wieder hier zu dieser Pullback-Bewegung. Und es dauert noch relativ lange, bis sich die nächste Inside Bar entwickelt. Aber auch da, wo wir sie dann endlich bekommen, wo wir endlich eine Inside Bar haben, kommt dann tatsächlich der nächste Push nach oben. Dann geht es nicht mehr so spannend weiter hier auf dem Chart. Wir haben es jetzt hier nicht mehr weiter verfolgt. Aber sicherlich ein guter, immer noch eine gute Bewegung von 1,70 auf 1,0, sorry, 0,70 auf 0,77, 700 Pips hat sich der Markt hier noch nach oben bewegt. Also das ist der Gedanke, den ich vorher hatte, dass wir eben auf den großen Zeitebenen Analyse fahren und dann können wir durchaus auf geringeren Zeitebenen dann die Entries identifizieren und die Exits. Ja, ich denke, jetzt haben wir hoffentlich alle abgeholt. Definition Inside Bars, wie können wir sie auf dem Chart sehen? Grundsätzlich, was sind die zwei Szenarien, wenn wir eine Inside Bar anwenden wollen? Trendumkehr oder wenn sich der Trend eben weiterentwickelt? Das ist quasi die nächste Stufe nach unten, die wir jetzt natürlich noch uns anschauen müssen, ist ganz konkret, wie kommen wir denn rein in den Markt? Was sind denn die Kriterien, die für einen Einstieg, einen Stop-Loss und ein Target eben benötigen? Ich gucke nochmal kurz hier auch. Okay. Ja, ich sehe jetzt keine Frage. Insofern denke ich, sind wir noch alle dabei. Drei Kriterien. Heute besprechen wir den Standardeinstieg. Ja, okay, was ist denn der Standardeinstieg? So. Und zwar habe ich jetzt hier links auf dem Chart, das machen wir mal ganz langsam, dass das klar ist, weil das ist, glaube ich, jetzt hier ein recht zentrales Slide. Links auf dem Chart habe ich hier wieder so eine sogenannte Inside Bar skizziert. Also nach der bärischen roten Kerze haben wir eine weiße Inside Bar. Und ich habe jetzt quasi ein bisschen großzügig oberhalb und unterhalb von der Inside Bar diese grünen Linien gezogen. Warum großzügig? Weil wir beim Trade halt auch immer noch, je nachdem, was wir machen, Short oder Long, müssen wir dann auch noch gucken, was haben wir denn für ein Spread, dass wir dann auch ausgelöst werden. Ja? Das kann durchaus bei einem engen quasi Spread von einem Währungspaar, kann das durchaus 2 Pips oder sogar noch weniger sein. Bei einem recht exotischen ist es eben vielleicht deutlich mehr. Also diese Transaktionskosten, die habe ich doch ganz gerne mit abgebildet bei der Geschichte. Ja. Wichtig ist es auch, wenn wir auf einer größeren Zeitebene sind, da müssen wir schon sehr genau gucken, was für ein Level haben wir denn dann da. Weil das ist ja quasi auch schon mal mit einer waagerechten Linie, die man einzieht, mit 1 mm nach oben oder nach unten bei der waagerechten Linie, haben wir durchaus mal 5, 6, 7, 8, 10 Pips verschoben. Also da müssen wir dann sehr genau sein. Deswegen können wir das hier mit einbauen in die Analyse. Das wäre also der Einstieg, wäre der Gedanke, wir brechen, je nachdem, was wir machen wollen, wir bleiben im Trend, dann ist halt der Bruch im Trend, in der Trendbewegung oder gegen den Trend, dann dementsprechend das Gegenteil. Wenn wir quasi da einen Bruch haben, steigen wir in die Position rein. Ich nehme mal als Beispiel, nehmen wir einfach mal das in der Trendfolge bleiben, das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu erklären. Also wir haben einen Pullback, wir kommen wieder zurück an die Kerze, an die Inside Bar und mit der nächsten Bar und durchbrechen die jetzt in dem Fall, in dem Beispiel hier nach oben. Und dann plus den Spread gehen wir in den Markt rein. In dem Fall ist es dann Long. Die zweite Frage, die Sie natürlich richtigerweise stellen, ist, wo ist denn dann das Stop-Loss? Und ich habe es aufgeschrieben, das Stop-Loss ist einfach auf der anderen Seite der Kerze. Ebenfalls machen wir hier ein bisschen quasi Puffer mit rein. Und da ermutige ich Sie auch ein bisschen mit zu spielen. Ist es denn die Kerze, die der Inside Bar vorhergeht oder ist es denn direkt die Inside Bar? In dem Beispiel haben wir es jetzt an der Inside Bar gemacht. Sie müssen sich immer beim Stop-Loss fragen, wo wird es der Markt denn schwer haben, quasi hinzukommen? Ja, und da positioniert man üblicherweise ganz gerne dann den Stop-Loss. Nun, die umgekehrte Frage, die Sie sicherlich auch richtigerweise stellen, wenn wir jetzt identifiziert haben, wo ist denn der Einstieg, wo ist denn der Stop-Loss, dann ist dann die nächste Frage, ja, wo kommt denn unser Ziel hin? Und Sie sehen schon, das Ziel leitet sich eben dynamisch aus den von uns jetzt gerade definierten Größen ab. Eben der Abstand zwischen Einstieg und Stop-Loss
Minimum, das ist das Minimum für, wir spiegeln das auf der Take-Profit-Seite. Wenn wir also, wenn diese Range hier, diese Stop-Loss-Range quasi, ja, wenn die, ich sag mal, 20 Pips groß ist, muss ich Minimum eine Zielerwartung haben von 20 Pips auf der positiven Seite, weil sonst habe ich einfach Probleme hier nachhaltig Profite zu erwirtschaften. Und besser ist es, dass man vielleicht sogar sagt, ich habe eher so eine Erwartung, dass meine Gewinne doppelt so groß sind wie die Verlierer. Das klingt alles so einfach und wer es halt schon probiert hat, die Umsetzung ist natürlich deutlich schwieriger. Da hat ValueTrades eine sehr gute, interessante Partnerschaft übrigens gemacht mit Chasing Returns, ein tolles Tool, mit dem man genau diese Herausforderungen wirklich, da gibt es ein Tool, das heißt Playmaker, das kann man wunderbar da abbilden. Da können Sie quasi mehr so zum Strategen werden, wo Sie dann sehen, habe ich alle meine Trades innerhalb dieser Risikoparameter ausgeführt und umgesetzt oder eben nicht. Was ist denn mein R zu R, also Risiko zu Gewinn oder zu Risiko-Verlust-Verhältnis und halte ich meine 2 zu 1 ein oder ist es vielleicht nur 0,5? Und da werden Sie sehr schnell sehen, wenn Sie nur eine Erwartung haben, Gewinn zu Verlust von 0,5, da müssen Sie schon eine Gewinnrate haben, die über 70% ist, ja, um annäherungsweise in den positiven Bereich zu kommen. Ja. Da brauchen Sie eher 80, 90%. Das ist doch unglaublich schwer. Ja. Das haben wir uns da über dieses Chasing Returns Tool sehr, sehr gut angeguckt. Das kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Auch wieder da, die Damen und Herren von ValueTrade stehen Ihnen da sicherlich Rede und Antwort, wie man das kostenlos bekommen kann. Und auf der Webseite ist da auch, glaube ich, im Members-Bereich, also im Kundenbereich, ist da auch ein Link dazu da. Also nochmal, weil es so wichtig ist, den Einstieg haben wir jetzt hier definiert. Wir bleiben quasi, wir machen hier den Bruch nach oben. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir hier halt also eine längere Aufwärtsbewegung haben. Wir haben einen Pullback. Wir brechen durch diese obere grüne Linie aus, plus den Spread. Gehen wir long, Stop Loss bleibt unten beim unterhalb der Kerze. Und das Ziel ist mindestens mal die gleiche Entfernung, die wir haben bis zum Stop Loss, eher sogar 2 zu 1. Und nun überlasse ich es Ihnen auch wirklich vollkommen. Sie können zum Beispiel sagen, jetzt die logische nächste Frage, wer ziehe ich den Stop Loss nach? Das können Sie machen, dann werden Sie halt früher und öfters ausgestoppt. Ja? Dann ist diese R-Geschichte die sehr dynamisch. Insofern wäre gerade wenn wir am Anfang sind, die Empfehlung, ziehen Sie den Stop-Loss nicht nach, weil nur so haben Sie quasi einen klaren Blick auf die Dinge, was diese Risiko-Gewinn-Verhältnisanalyse betrifft. Also wenn Sie da schon mal mit dem Stop-Loss nachziehen, selbst Erfahrung gemacht haben, wissen Sie genau, von was ich rede, weil dann macht es halt schneller Ping, aber dafür wird auch der durchschnittliche Gewinner und Verlierer, wenn auch kleiner. Ja, das müssen Sie gucken, was für Sie besser auch aus emotionaler Sicht passt. Also ich fasse es mal quasi für Sie zusammen. Was haben wir jetzt quasi bei der Inside Bar identifiziert oder um was handelt es sich grundsätzlich? Es handelt sich halt um ein einfaches, ein sehr effektives Setup im Bereich der Preisaktion. Ja, funktioniert auf allen Zeitebenen und auch sehr gut mit allen Instrumenten. Man kann es als Pullback in einem Trend handeln und Breakout in einen neuen Trend hineinholen. Ja, das also beides ist möglich und dann habe ich Ihnen quasi als Differentiator, also als Unterscheidungshilfe dieses Kopf-Schulter-Pattern gegeben, wo ich sage, wenn wir das sehen, dann sind wir vielleicht eher auf der Suche nach einer Trendumkehr. Ansonsten sind wir vielleicht eher auf der Suche nach einem Pullback in einem neuen Trend. In einem Trend, nicht in einem neuen Trend. So. Das war es quasi, soll das gewesen sein. Guck mal auf die Uhr, jetzt sind wir bei 50 Minuten angekommen, was wir zu Insights-Bars haben. Gehen wir mal auf die Charts rüber. Und wie gesagt, auch im Nachgang, wenn da noch irgendwelche Fragen sind, gerne im Archiv nachschauen, gerne die Kollegen von ValueTrades ansprechen und gerne auch über die quasi an mich rangehen. Was Fragen betrifft, können wir natürlich sehr, sehr gerne machen. Und dann haben wir quasi als Beispiel haben wir jetzt hier mal noch den DAX. Was beim DAX im Moment sehr, sehr auffällt, ist, dass wir eben diese sehr steile Amplitude hier nach oben haben, die sich hier rausbildet. Unheimlich schwierig beim DAX im Moment eine Trendlinie zu zeichnen, ja, weil alles irgendwie extrem steil ist. Und ich kann immer so als quasi Grund unter
Na, warte mal, als Grundkategorie kann ich mal was vorgeben. Wenn der Anstiegswinkel einer solchen Trendlinie steiler ist als 45 Grad, und 45 Grad wäre so, steiler ist als 45 Grad, dann müssen wir doch vorsichtig werden, weil dann haben wir doch ganz gern so eine sogenannte Blow-up-Situation, wo wir erstmal wieder einen Rücksetzer bekommen, bevor wir quasi die nächste signifikante Ebene nach oben erreichen können. Ja. Und das haben wir im Moment gerade beim DAX. Beim DAX haben wir, der hat ja schon mal im Juni hat er hier schon mal die 12.950 angelaufen. Das ist auch so ein gutes Beispiel. Da haben wir schon mal hier so eine sehr, sehr steile Bewegung gehabt, ja, wo wir hier so extrem steil nach oben gegangen sind. Haben es in der Tat dann auch nochmal geschafft, uns hier nach oben zu etablieren. Ja. Sind auch noch über diesen Punkt hinausgekommen. Es hat also ein bisschen gedauert. Es ist nicht von heute auf morgen passiert. Aber was als nächstes kam, war nicht die 13.000, sondern die 12.000. Und das war genau das, was ich meinte. Ja. Und jetzt haben wir diese Ebene angefahren, durchbrochen, testen jetzt quasi 13.000 und 12.950, was vorher Widerstand war, als Unterstützung. Insofern keine Frage. Wir haben hier einen bullischen Trend. Und hier oben drauf zu hauen, wie bei Whac-A-Mole, ist verrückt. Ja. Aber wenn wir jetzt in dem Bild bleiben, was ich eben gemeint habe, Pullbacks wird es sicherlich hier geben. Das ist eine gute Möglichkeit für Einstiege in Long Trades, beziehungsweise wenn wir hier so etwas ausbilden wie ein Schulterkopf-Schulter-Formation, dann können wir durchaus auch hier wieder einen Rücksetzer sehen. Ansonsten hier eine sehr, sehr klare bullische Bewegung. Nur wie gesagt, diese Anstiegswinkel, die machen mich doch sehr stutzig. Und wir hatten ja quasi im Jahr 2017 schon mal dieses Beispiel, wo wir halt um 1000 Punkte nach unten gegangen sind. Das vergisst man unheimlich schnell wieder, wenn man quasi neu im Markt drin ist. Deswegen kann ich nur davor warnen, dass wir jetzt bei 13.000, wo anscheinend das Interesse unglaublich stark ist, dass wir hier aggressiv in den Markt reinkaufen. Das kann ich eigentlich nicht empfehlen, dass wir hier jetzt aggressiv draufbringen, sondern mal zumindest auf gewisse Rücksetzer hier warten, die uns vielleicht bessere Einstiegsmöglichkeiten an der Stelle bieten. Das gleiche gilt im Grunde für den amerikanischen Index, ja. Da noch klarer haben wir auch im Webinar, ich kann jetzt mal die Linie weiterziehen. Wir sind jetzt hier unterwegs, haben wir hier einen sehr steilen Winkel, der aber auch deutlich hier oben sei, keine Frage. Das Ding ist einfach bullisch ohne Ende. Und wenn wir jetzt hier quasi hier am Schluss nochmal angehen, geht sogar die Amplitude weiter nach oben. Auch da ist üblicherweise das Bild, wenn das Ding dann steiler und steiler und steiler nach oben wird, dann gibt es einen richtigen Blow-up, also wie quasi Dampf wird abgelassen und dann kommen wir oftmals eher an diesen Rücksetzer. Was dann der Grund ist, der Katalyst für diese Bewegung, das soll jetzt mal quasi dahingestellt sein. Aber blind hier oben drauf zu hauen, ist genauso fatal wie blind hier oben, also long zu gehen, ist genauso fatal wie blind oben drauf short zu gehen. Dann nehmen wir doch eher, was wir eben zum Beispiel besprochen haben mit den Inside Bars als Möglichkeit, um hier mögliche Pullbacks zu identifizieren, die mit einem niedrigeren Risiko uns ermöglichen, in die Position reinzugehen. Ja, wir wissen natürlich immer noch nicht genau, wir können nicht immer noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob die Position dann vor, ob die Position dann erfolgreich sein wird. Aber wir haben doch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich der Markt an der Stelle eine Entscheidung, dass der Markt an der Stelle eine Entscheidung treffen wird. Ja. Machen wir noch mal kurz einen Blick rüber auf die wichtigsten Währungspaare. Machen wir mal den Euro-Pfund, der sich im Moment auch an einer interessanten Stelle befindet, wie ich es so meine. Bei meiner technischen Analyse ist immer gerne quasi mehr ist weniger. Wir befinden uns in einer interessanten Zone gerade im Moment, wo wir quasi, was hier vorher als Unterstützung getestet wurde, wurde als Widerstand getestet. Hier haben wir keine Inside Bar, aber eine sogenannte Pin Bar, die sich auf dem 1-Stunden-Chart hier abzeichnet, wo wir sehen, oft ist die dann auch ein Chart-Pattern, was dazu neigt, uns zu zeigen, dass der Markt hier vielleicht erstmal nicht mehr weiterkommt, vielleicht hier etwas wieder ein bisschen nach unten sich bewegt. Wir haben auch aus der größeren technischen Analyse haben wir abgeleitet, dass hier eigentlich noch ein bisschen mehr mit mehr quasi Widerstand zu rechnen ist. Also insofern schaue ich mir das sehr genau an, wie der Markt sich hier etabliert, um diese Ebene herum,
Und wir hier eben nach oben oder nach unten durchkommen. In beide Richtungen ist auf jeden Fall Luft. Ja, also wir haben von Banken wie Großbanken wie UBS, die hat hier schon quasi die Parität ausgerufen fast. Ja, 0,9750 sehen die quasi mittelfristig als Ziel. Insofern für die ist dann, wenn wir hier uns das halten, ist das ein Startschuss, dass wir die Hochs wieder anlaufen können und noch deutlich mehr. Aber da darf man sich auch nicht zu fein sein, wenn wir das nicht schaffen. Dann können wir auch hier weiter nach unten kommen. Und Sie wissen ja, also die politische Lage ist ja so gestrickt, dass wir natürlich jederzeit in beide Richtungen uns an der Stelle bewegen können. Aber diese Entscheidungsebenen, die sind für mich doch extrem interessant. Dann schließen wir es ab, würde ich sagen, heute mit dem Euro-US-Dollar. Und auch da, denke ich, ganz interessant, habe ich auf der größeren Zeitebene, ich mache es ganz gerne, mache ich, leite von der hohen Zeitebene was ab, was auf der niedrigen Zeitebene dann von Relevanz ist. Wir haben hier einen sogenannten Frontrun gehabt, wenn man die Bewegung sieht, von 1,3990 runter auf 1,3036 haben wir einen sogenannten Frontrun gehabt bei der 50%igen Fibonacci, die haben wir noch nicht erreicht, die oft wie so ein Magnetpunkt dann auch gilt. Auch hier, wenn wir links rüber gucken, wo sind wir hängen geblieben? Wir sind erstmal hier rüber hängen geblieben, wo wir dieses temporäre Tief hatten. Also ganz gut möglich, dass wir hier jetzt auch umgekehrt erstmal wieder ein bisschen Unterstützung erfahren. Was Widerstand war, wird als Unterstützung getestet. Insofern haben wir jetzt im Moment mal eine sehr, sehr gute Range. Was ich aus Erfahrung kenne, ist, dass Sie gerade diese Fibonacci-Levels, das muss nicht heute auf morgen passieren, ja, weil wir hier auf einer hohen Zeitebene sind, aber diese Fibonacci-Ebene, die wird auch ganz gerne angelaufen. Insofern sehen wir es nach unten, haben wir so eine Abgrenzung bis runter. Ich mache es mal ein kleines bisschen großzügiger, weil es nämlich auch viele haben so diese 1,1450 auf der Uhr. Die wollen wir nicht nach unten durchbrechen, um hier ordentlich Unterstützung zu bekommen. Aber die können wir an und nach oben eben die 1,2050 und die 1,2180 vor allem, die sich aus der hier Fibonacci betrifft. Insofern bin ich im Moment quasi im puren Range-Modus. Sagen wir, haben im Moment eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in der Range abarbeiten. Üblicherweise wird es dann irgendwann in eine Richtung immer enger werden und wir explodieren dann nach oben oder nach unten heraus. Insofern lasse ich das jetzt mal drauf und dass wir das dann in den zukünftigen Webinaren, in den nächsten Monaten, im November, 22. November sind wir ja wieder drauf, dass wir das hier weiter uns anschauen können, wie das sich entwickelt hat. Okay, ich schaue jetzt noch mal kurz auf den Chat hier, ob sich was ergeben hat. Nein, aber alle Teilnehmer sind da geblieben, was natürlich sehr, sehr angenehm ist, freut mich natürlich sehr. Ich fasse es also noch mal kurz zusammen. Wir haben über die Inside Bar klar geredet, wie die definiert ist. Also die ist umschlossen von der vorhergehenden Kerze. Dann die Fragestellung, wie wir das traden können. Zwei Möglichkeiten, Pullback oder Breakout. Wir haben geguckt quasi, was sind die Stellhebel, die Verbindung, große Ebenen, kleine Zeitebenen. Ganz klar die Einstiege und Ausstiege definiert, Risiko-Gewinn-Verhältnis und haben das auch auf dem Chart dargestellt. Das Ganze geht ins Archiv rein, können Sie sich also wie gesagt gerne nochmal anschauen. Und ansonsten haben wir DAX, den S&P 500, Euro, GBP und den Euro-US-Dollar uns angeschaut, um eine technische Einschätzung oder Einschätzung aus Sicht der technischen Analyse vorzunehmen. Ich denke mal, war für alle was dabei, hat mich sehr gefreut. Ansonsten das nächste Event am 22. November. Die Kollegen werden sicherlich die Einladung demnächst rausschicken. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere den Weg hierher wieder findet. Und ansonsten sieht man sich vielleicht bei der einen oder anderen Messe wieder. Oder wenn Sie mal in London sind, kann man sich natürlich auch immer auf ein Bier sehr gut hier treffen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank für Ihre Teilnahme. Danke.